Ganz herzlich heute Abend begrüße ich an dieser Stelle Edith Graf Litscher. Sie ist nämlich auch schon fast 40 Jahre dabei, nämlich 13, 14 Jahre haben wir uns schon, sind wir zusammen unterwegs bei der PARLDIGI, bei der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Edith Graf Litscher ist Gründerin und Co-Präsidentin von PARLDIGI, Nationalrätin aus dem Kanton Thurgau. Und ja, es freut und ehrt uns sehr, jetzt dich heute Abend hier zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, danke vielmals, Matthias. Herzlichen Dank für die Einladung. Damit ich den Ruf der Politikerinnen und Politiker nicht schädige, bin ich jetzt heute auch, wie es bei uns üblich ist, mit leeren Händen zum Geburtstag gegangen. Aber uns sagt man noch, wir gehen dann dafür heim mit dem vollen Magen. Und nachdem ihr alle Berndeutsch versteht, hoffe ich, ihr versteht auch alle Thurgauer Dialekt. Weil Berndeutsch hätte ich, glaube ich, ein bisschen Mühe. Und auf jeden Fall freut es mich riesig, dass ich heute Abend hier sein darf und möchte wirklich CH Open ganz, ganz herzlich zum 40. Geburtstag gratulieren. Das ist eine riesige Leistung, die ihr erbracht habt. Der Matthias hat gesagt, seit etwa 13 Jahren darf ich die so ein bisschen mitverfolgen als Co-Präsidentin von PARLDIGI. Der Matthias war nämlich nicht nur bei CH Open sehr engagiert. Ich mag mich gut erinnern, als ich 2005 in den Nationalrat gekommen bin, habe ich einerseits gefunden, ja, um welche Themen müsste man sich noch kümmern in diesem Parlament. Und dann hatte ich zum Glück eine stellvertretende Bundeskanzlerin, Hanna Muralt, von der SP, kennen da vielleicht noch die einen oder die anderen, und die hat gesagt, weisst du, Edith, es hat niemand in diesem kargen Parlament, der sich um die digitalen Themen kümmert. Und dann habe ich gefunden, so als ehemalige Eisenbahnerin, die eine von den ersten Frauen war, die den Zugverkehr auch geleitet hat und nicht nur Billett hat dürfen verkaufen, hat mich das sehr gereizt. Und ich habe gefunden, ja, es hat schon genug, die Sozialpolitik, Bildungspolitik machen. Und so bin ich dann bei diesen digitalen Themen gelandet. Und die, die mich kennen, wissen, das hat mich richtig gepackt, ich bin richtig angefressen. Und es ist einfach auch eine ganz tolle Kultur, mit vielen von euch hier dürfen zusammenarbeiten. Und das ist, kann ich euch sagen, erfrischend und tut gut, vor allem aktuell. Ihr kommt jetzt ja manchmal auch mit, über was da bei uns im Nationalratssaal abläuft, wie da zum Teil mit Bundesrätinnen und Bundesräten umgegangen wird. Sind sicher nicht alle wunderbare Cracks. Jeder von uns macht auch mal einen Fehler. Aber die Verhunzungen, die zur Zeit jetzt laufen, vor allem von einer parlamentarischen Seite, die geben mir sehr zu denken. Und darum ist es wichtig, dass wir in den digitalen Themen weiter konstruktiv über alle Parteigrenzen können, miteinander zusammenarbeiten. Und ich darf euch heute PARLDIGI ein bisschen vorstellen. Für die meisten ist es wahrscheinlich Wasser in die Aare getragen. Ihr kennt PARLDIGI, aber vielleicht für die einen oder für den anderen hat es gleich noch ein bisschen einen Newswert. Die Köpfe, die dahinter stehen, es ist uns ganz wichtig, dass wir bei PARLDIGI parteipolitisch ganz breit abgestützt sind. Der Matthias hat gesagt, wir zwei haben eigentlich PARLDIGI gegründet. Dann habe ich noch als SP-Frau einen rechten Mann gebraucht. Und damals war es der Christian Wasserfallen, den ich gefragt habe, ob er mit mir das Co-Präsidium macht. Der Christian hat das über 10 Jahre gemacht. Und als er sich dann das zweite Glied zurückziehen wollte, habe ich gefunden, jetzt muss ich wieder einen bürgerlichen Mann suchen. Und da ist natürlich der Franz Grütter, eine ganz tolle Person. Und er hat spontan zugesagt und ich kann euch sagen, wir zwei, wir arbeiten wirklich sehr gut und sehr eng zusammen und manchmal unterschreibt er irgendein Papier, das uns der Matthias bringt oder manchmal ich und manchmal unterschreiben wir es dann aber auch beide, oder? Aber für das hat man ja ein Co-Präsidium. Und ihr seht, wir haben dort drinnen eben mit dem Gerhard André, einen versierten digitalen Politiker von den Grünen, Judith Belesch, muss ich auch nicht vorstellen, dann haben wir auch einen Ständerat jetzt endlich wieder und ein Vertreter von der FDP mit dem Matthias Michel, Nick Gucker von der EVP und der Sidney Kammerzind, der Mitte vertritt. Vielleicht noch mal zu den Kernthemen und was gerade aktuell ist. Ja,
CH Open, prädestiniert Open Source, ist ganz ein zentraler Punkt. Und vielleicht wissen es noch nicht alle, wir haben gestern einen riesigen Erfolg im Nationalrat. Das MBAG ist durch und das MBAG ist durch, indem eben die Open Source Klauselbestimmung nicht verwässert worden ist, wie es ursprünglich vorgesehen wäre. Es wäre wieder einmal so eine typische Formulierung gewesen. Jawohl, wir wollen Open Source, aber nur wenn es dann eben möglich ist und wenn es dann eben nicht so gut möglich ist, nicht. Wir haben das rausgebracht und es war ganz spannend gewesen. Einige von euch haben es sicher auch im Hintergrund geschafft. Am Anfang war es eine Minderheit von Rot-Grün und dann haben wir von PALDIGIUS zusammen geschafft. Und ich kann mir sagen, da hat auch Franz Grütter wieder eine gute Rolle gespielt. Und dann haben wir es geschafft, dass praktisch die ganze SVP jetzt auch noch für Open Source gestimmt hat. Es muss einfach einen guten Leithammel vorne dran haben. Und das ist wirklich das Schöne, was ich jetzt können, mit dem Beispiel untermauern konnte, wie wir eben in diesen Themen zusammenarbeiten können und nicht immer nur die Fetzen fliegen. Es gibt also auch die konstruktive Zusammenarbeit bei uns im Parlament. Ein weiteres aktuelles Thema, das einige von euch sicher auch schon gehört haben davon, wird nächste Woche dann ganz aktuell. Und zwar kommen wir wieder zurück auf unsere Wurzeln. PALDIGI ist ja dort mal vor allem gegründet worden, weil der Bund sehr viel freihändige Beschaffungen gemacht hat. Jetzt ist das wieder ein aktuelles Thema. Im August hat der Bundesrat CMS-Projekt vergeben, hat es nicht ausgeschrieben, bezieht sich auf eine Ausschreibung von 2018. Wir haben gefunden, da können wir nicht einfach stehen lassen und jetzt werde ich nächste Woche eine Interpellation machen und ich bin überzeugt, auch da werden wir wieder alle Kolleginnen und Kollegen von PALDIGI über Parteigrenzen ihre Unterschrift geben. Das ist einfach auch ein Beispiel. Wir sind dran und heben den Finger drauf. Freihändige Vergaben kennen wir auch, ist leider immer noch ein Thema, wo immer wieder irgendwo eine Hintertür gesucht wird und darum muss man dran sein. Auch die anderen Themen, Open Data, ich war gestern an der Beiratssitzung, wo es darum geht, wie sich der Bundesrat positionieren soll bei der digitalen Strategie. Da ist Open Data, Datenhoheit auch ein ganz wichtiges Thema gewesen und ich hoffe, dass das kann im Rahmen von zwei Schwerpunktthemen einflüssen. Wir dürfen den Bundesrat ein bisschen beraten. Jetzt hoffen wir einfach, dass es dann auch in die richtige Richtung geht. Die Kernthemen tun uns von PALDIGI weiter sehr stark beschäftigen und ich freue mich weiter auf die Zusammenarbeit. Ja, Partner und Träger von PALDIGI, da hat sicher einige von euch auch, die dabei sind. Und ich möchte euch einfach hier ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ohne euch, unsere Träger, gibt es PALDIGI nicht. Und ihr seht hier, viele Namen sind auch bei CH Open engagiert. Und das ist ganz ein wichtiger Bereich. Ich glaube, wir haben jetzt auch mit dem Kontakt zu der Bundesverwaltung ein gutes Vertrauensverhältnis können aufbauen, wo wir konstruktiv zusammenarbeiten. Aktuelles Beispiel mit Big Blue Button haben wir vorgestern ist es schon gewesen, ein Open Hearing gemacht zu der EID. Ich glaube, dort sind wir jetzt auch auf einem besseren, konstruktiveren Weg, haben verschiedene Inputs noch gegeben, die werden uns auch weiter noch beschäftigen. Und dann etwas ganz Aktuelles noch. Jetzt bin ich schon zu schnell gewesen. In dem Fall sage ich das ohne Folie. Wir haben nämlich im 2021 den Verein PALDIGI gegründet. Und ich freue mich sehr, dass meine Vorstandskollegen, der Nicola und der Adrian, heute da sind. Der vierte im Bund wäre der Franz Grütter. Er lässt sich entschuldigen. Und jetzt haben wir mit dem Verein PALDIGI, wenn wir auch hier noch breiter uns können abstützen können, damit eben nicht nur Bundesparlamentarierinnen und Parlamentarier da dabei sein können, Leute auch aus den Kantonen, Leute wie ihr. Und in dem Sinn freue ich mich riesig, heute Abend mit euch zusammen dürfen feiern. Und ich gratuliere CH Open nochmal ganz, ganz herzlich zum 40-jährigen Jubiläum. Bleibt so jung und frisch in den nächsten 40 Jahren. Und wir hoffen, dass wir weiterhin noch viel Erfolg miteinander dürfen haben. In dem Sinn, geniessen den Abend und danke vielmals, dass ich hier sein darf. Merci. Ganz vielen Dank, Edith.
auch für deine Unterstützung, die langjährige, eben politisch ganz wichtiges Thema, dass wir das Thema weiterbringen, auch Sichtbarkeit. Und das ist natürlich ein grosser Dank. Ja, wir kommen zur letzten Rede und da möchte ich ganz herzlich den Jean-Pierre begrüßen. Du bist einer von den Gründern von C-Open und du wirst uns jetzt noch ja, ein bisschen erzählen, wie das Ganze am Anfang ist gegangen und bin gespannt. Fein. Danke vielmals, guten Abend miteinander. Frau Graf Litscher hat mir ein schönes Kompliment gemacht. Sie hat die Folie gezeigt und aktuell erwähnt, oder? Dabei tun ich jetzt nämlich so ein bisschen in die Vergangenheit zurückblenden, das ist ja klar. Wo mir Nathalie geschrieben hat, ob ich ein paar Worte könnte da an euch richten im Rahmen von dem Anlass, hat sie eben geschrieben Grußworte. Und dann habe ich gefunden, ja, warum nicht? Habe dann einmal das Programm genau angeschaut und habe gesehen, das geht eine Viertelstunde, ist da eingeplant gewesen. Und dann haben wir überlegt, ja, soll ich jetzt Grußworte in verschiedenen Sprachen irgendwie vorbringen oder so. Aber zum Glück haben wir ja jetzt schon etwa 20 Minuten Verspätung und von dem her kann ich es ja jetzt auch kurz halten. Ja, also es geht um einen Tag im 1982, 10.12.1982, das ist übrigens mein 26. Geburtstag gewesen, tatsächlich. Da merkt man, also ich bin nicht mehr der Jüngste. He? Und an dem Tag, da hat es eben Leute gegeben, die irgendwie gefunden hat, da gibt es ganz spannende Entwicklungen, in Amerika vor allem, eben irgendeine neue Betriebssysteme, die wegweisend sollen sein, wo man endlich sieht, was passiert und wie es passiert. Später hat das Betriebssystem auch ein Maskottchen gekriegt, den Tux. Ich habe ihn jetzt nicht mit heimgenommen, aber der steht nach wie vor bei mir im Büro. Und dann denke ich manchmal, wenn ich so an unsere 140 virtuellen Server, die da bei uns in der Firma alle mit Linux drehen und die Hochschulen drauf arbeiten auf unserer Software und Berufsbildung arbeiten, denke ich, schon cool, was da damals geschaffen worden ist. Es hat aber auch ganz einen Haufen Leute gegeben, die haben noch gar nicht recht gewusst, um was das es geht. Die Liste ist ja da jetzt auch in dieser schönen Broschüre abgebildet. Da sieht man allerdings nur die ersten drei Ziele und weiter unten sieht man, dass da ganz, ganz verschiedene Leute zusammengekommen sind. Eben ganz lustig, dass zum Beispiel auch schon Digicomp, kennt ihr sicher, die Schulungsfirma in Zürich und so, wo sich offensichtlich schon mit dem Thema befasst hat, dass es da etwas gibt und vielleicht einmal könnte einen Ausbildungsbedarf geben. Und da hat es aber eben auch Leute gehabt. Ich habe damals in der Firma Mettler gearbeitet, hatte das Glück gehabt, einen Chef zu haben, der in Berkeley war, auch Professor. Und der ist gekommen und der hat gesagt, wir müssen alles auf Unix umstellen. Es hat eben noch niemand gewusst, was Unix ist. Es hat vereinzelt Leute gegeben, auch unser erster damaliger Präsident, der Rudolf Marti, der ebenfalls von Berkeley hergekommen ist, an die Uni Zürich. Und dann haben wir also an dem 10.12. an meinem Geburtstag, haben wir da im relativ neu gebauten Universitätsgebäude in Irchel, da war die erste Etappe gebaut, haben wir dann die Gründungsversammlung gehabt und haben ihn gewählt. Ich hatte übrigens daheim so einen Computer gehabt, ich bin frisch, so von Winterthur, vom Techo. Hä? Und dann war der Computer. Auf dem habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Er ist irgendwie alle zwei Stunden abgestürzt. Und habe immer wieder müssen Datensicherung. Man hat übrigens dort Daten gesichert auf einer Audiokassette mit einem Kassettenrekorder. Hat man das sichern. Und das war natürlich nicht der Traum. Der Traum war das auf der linken Seite. Ein Wex von Digital. So ein Computer, das sind eigentlich wie eine Aneinanderreihung von Wäschmaschinen gewesen, muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Und den haben wir gekauft bei Digital für etwa 300'000 Franken. Und dann hat aber Deck gesagt, wir müssen auch noch ein Betriebssystem kaufen dazu. Das hat uns aber nicht wirklich interessiert, das war nämlich VMS gewesen. Das hat nochmal irgend x10'000 Franken gekostet. Und das ist angeliefert worden, ihr müsst euch das vorstellen, ich mag mich wirklich noch erinnern, der Lastwagen ist gekommen, zwei SBB-Paletten, so hoch, biegen, so und so,
alles voller Handbücher. Und das war dann eben die Anleitung zu dem Betriebssystem WMS. Wir haben es gerade in den Keller runtergestellt und gewartet, bis endlich das Tape mit Unix gekommen ist von Berkeley. Das hat man nicht einfach so gekriegt. Also die Hochschulen, die haben irgendwie, glaub, für ein paar hundert Dollar ein Band können haben. Und wir von der Firma Mettler, wir haben also 40'000 Dollar müssen zahlen für das Tape. Und dann, wo wir das gezahlt haben, haben sie uns angerufen, ja, sie können es nicht, leider nicht liefern wegen dem hochgeheimen Passwortalgorithmus. So, auf jeden Fall ist dann unser Chef, der Dennis Batschi, leider selig gestorben. Er hat übrigens an den Workshop-Tag mit dem Saxophon gespielt, so mal zwischendurch. Er ist dann übergereist, hat das Tape geholt. Wir haben das Tape eingespannen in die Waschmaschine. Und wir haben schon Champagnerflaschen da gehabt. Irgendwann hat es auf dieser komischen Maschine, auf dem Drucker, ist gekommen, Login, Doppelpunkt. Und wir sind alle ausgeflippt. Hä? Ja, und da hat man so coole Befehle gehabt. UUCP und DD und DF und Lex und Jack, das haben wir auch immer besonders geliebt. Lexical Analyzer und so Zeugs. Und die Leute, das sind eigentlich so die gewesen, die am Anfang den Verein gegründet haben. Wirklich zum Teil Freaks. Ganz ein glücklicher Mensch war damals auch der Sepp Gähwiler. Der Sepp Gähwiler, der ist da. Er ist nämlich auch Gründungsmitglied. Und der Sepp Gähwiler, er hat an der Hochschule Rapperswil-Ost, sagt man heute, hat er geschafft und war verantwortlich gewesen, ein gescheites System, ein Serversystem für die Studierenden zu evaluieren. Ja, schaut das an, das ist die Rechnung von damals. Also da hat es einen Computer gegeben von Perkins Elmer. Und schaut schnell, 2 Megabyte Hauptspeicher. 2 Megabyte. Cool, oder? Und es hat sogar ein Kilobyte Cash gehabt. Man stellt sich vor, und das hat nur 328'000 Franken gekostet. Man hat dann auch können 8, irgendwahrscheinlich was Händler gehabt, VT100 Terminal oder irgendetwas etwas Komisches, hat man können anstecken. Und einfach nur so by the way, der Rechner, der hat nur mit ganzen Zahlen können rechnen. Da hat man noch müssen ein Gleitkommawerk müssen kaufen, ein Rechenwerk. Das hat einfach 14'500 gekostet. So viel wie eben irgendwo heute. Ja, da gibt es etwa 3 PCs, oder so. Also alle die, die ein bisschen basteln dann noch mit Computer. Ich bin zum Beispiel ein grosser Fan von Raspberry Pi, Arduino und so, weil ich habe einmal auf PDP-11 programmiert und dann ist ja das heute fast das Gleiche. Und die haben heute ein x-faches an Leistung und so ein Arduino-Rechner kostet etwa 30 Franken. Sie haben dann noch die coole Idee gehabt, noch eine Zusatzfestplatte kaufen, oder? 600 Megabyte. Schaut mal den Preis, 105'000 Franken, oder? Also, da innen hat es einige, die haben die Zeit noch gar noch nicht erlebt, beziehungsweise sind noch Sternchen im Himmel gewesen, oder? Aber das sind damals Preise gewesen. Und da könnt ihr euch auch vorstellen, wenn man dann so ein Spielzeug gehabt hat, das ist wirklich der grosse Traum gewesen. Ihr merkt, oder? Ich tue natürlich jetzt ein bisschen aus der alten Zeit erzählen. Die CH Open, die hat doch wirklich Uni GS hat sie mal geheißen. Ich habe jetzt gerade dort im Büchli wieder das erste Logo gesehen. Das Logo. Ich schäme mich fast, aber das habe ich nämlich mal irgendwie gezeichnet, da mit dieser Enter-Taste, das rote. Das hat doch einiges bewegt in der Schweiz. Und vor allem, was mich natürlich heute enorm freut, es bewegt immer noch. So nach 40 Jahren. Also, der Bernhard Plattner, er war unser zweiter Präsident gewesen, und er hat mal aus purem Blödsinn toplevel-domain.ch gekauft. Ja? Ja? Einfach toplevel-domain.ch. Das hat auch hier nichts gekostet, fast. Er hat nur registrieren müssen. Aber er hat sie gehabt. Und so umsichtig wie er war, hat er sie dann der
Genossenschaft Tageswitsch hat er sie dann übergeben, geschenkt. Er hat dann auch mal am Anfang die Geschicke geleitet von Switch. Und ich könnte jetzt noch viel erzählen. Wir sind auch eigentlich Begründer von den ersten Internetprovider mit CH Open. Damals hat noch niemand gewusst, was ein Internet ist. Und ich mag mich gut auch an eine Antrittsvorlesung an der ETH erinnern, wo dort ist eben berichtet wurde über Kommunikation. Dort haben wir noch mit 300 Baud, also Bit pro Sekunde und Akustikkoppler, Computer miteinander verbindet. Und dort ist es darum gegangen, dass irgendwann einmal 2400 Baud möglich sein sollte. Und aber das Ende der Fahnenstange, dass wir bei 14,4 sind, ein bisschen mit Frequenz- und Amplitudenmodulation, gell Marcel, magst du dich sicher auch erinnern, und dann ist fertig. Dann geht es nicht mehr technisch. So. Und ja, ihr wisst alle, heute haben wir eine Gigabit-Leitung und wenn wir das nicht upstream auch haben, dann finden wir einen ganz doofen Provider, oder? Aha. So. Und jetzt eben, wenn wir schauen, eigentlich an ganz vielen Orten ist heute CH Open drin. Hat vielleicht Impuls gegeben oder Leute aus der CH Open haben irgendwo mitgewirkt oder wirken immer noch mit. Ich selber, ich tue mich jetzt gerade sehr stark mit ECH umeinanderschlagen. Bin sehr froh, dass wir endlich eine Normungsorganisation haben, die sich auch um solche Sachen kümmert. Und so sieht man, es hat so 20 Jahre gegeben, so die ersten 20 Jahre, dort sind eh noch die Freaks dominant gewesen, so Nerds, wie man heute halt sagt, wo irgendwie sich mit Bit und Bytes und kryptischen Befehlen auseinandergeschlagen haben und mit Bodraten, wo irgendwie, und Akustikkoppler und eben furchtbare Befehl zum Teil. Und dann ist so eine zweite Generation, die zweiten 20 Jahre, wo dann so moderne Leute wie Matthias Stürmer und ganz viele andere, die aus dieser Community wirklich nach wie vor eine nachhaltige Organisation gemacht haben. Vielleicht, da haben wir mal ein Veteranentreffen gehabt vor 20 Jahren, wo man so ein bisschen sieht, so Simon Pool. Der Schorsch da, ihn kenne ich seit es gibt, nur im schwarzen Anorak. Er war immer so ein richtiger Nerd und Freak gewesen. Er hat bei der ASCOM gearbeitet, wenn es mir recht ist. Genau. Und der Sepp natürlich, der immer schon grosser Fan war, auch von den europäischen Dingen. Und wer ihn nicht will, vergessen Marcel, kennst du natürlich auch sehr gut, Ursula Buri, die 24 Jahre lang da die Geschicke administrativ geleitet hat von dem Verein, wo übrigens meine Schwester ist. Ich habe sie nämlich damals hineingebracht. Und da doch sehr lang. Ja, ich bin ja eben Gründungsmitglied und dann plötzlich hat das viel zu tun gegeben und dann haben wir jemanden gesucht und dann ist sie halt gekommen. Hat gerade den Sohn geboren, wo an der HSR dann übrigens studiert hat. Oder? Jawohl. Und in dem Sinn, 40 ist wie 20, aber einfach doppelt so gut. Und ich gratuliere euch zu allem, was ihr aus dieser wirklich tollen Vereinigung, wo ich mich immer wieder sehr gerne daran erinnere, auch an die Anfänge, Sepp Gewiller, seine Workshop-Tage, die heute noch, haben wir ja vorher gerade gesehen, immer noch ein Erfolg sind, wo immer noch viele Leute kommen, viele Leute beeinflussen. Und eben Paldigi und was wir alles haben, Open Data, ihr habt das, was wir einmal gegründet haben, auf eine super tolle Art weitergebracht. Danke vielmals und weiterhin ganz viel Erfolg. Danke. Super. Vielen Dank. Danke. Super spannend. Ja, das ist wirklich sehr spannend gewesen, sehr eindrückliche Zahlen, historisch, computerhistorisch, wirklich. Spannend, das müssen wir irgendwann mal noch so richtig die Annalen festhalten. Ein bisschen etwas kann man eben, wie gesagt, in dieser Broschüre, die wir neu gedruckt haben, nachlesen. Und das ist von dem her toll. Toll, dass du noch dabei bist. Toll, dass sonstige Gründungsmitglieder anwesend sind. Wer ist von den Gründungsmitgliedern? Ist du noch da? Okay, super. Herzlich willkommen. Merci.